Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück mal wieder zu einem Let's Read Code und zwar gleichzeitig noch mit einem News und einem Python Video und ja, wir machen heute sozusagen alles in einem. Eine Sache vorweg möchte ich loswerden und zwar, oder ein paar Sachen vorweg möchte ich loswerden. Als allererstes, ihr dürft dieses Skript auf keinen Fall einsetzen. Das ist das Wichtigste, zumindest hier in Deutschland darf man es definitiv nicht einsetzen. Das ist unglaublich illegal und ihr könnt dafür sehr, sehr lange ins Gefängnis kommen auch. Deswegen auf keinen Fall einsetzen, aber es ist sehr, sehr nützlich, um die Schwachstelle richtig zu verstehen. Und auch wenn ich sie das letzte Mal schon vorgestellt habe, aber dazu komme ich gleich. Ja, also nicht einsetzen, sehr, sehr gefährlich. Dann, das Ganze ist ein Exploit-Code, der die Memcached-Schwachstelle ausnutzt, die einen Denial of Service oder einen Distributed oder Reflected Denial of Service, je nachdem, wie man es nennen möchte, auslöst. Das Ganze habe ich schon erklärt, wie es funktioniert. Ihr habt wahrscheinlich auf Twitter schon einige Posts dazu von mir gesehen. Falls nicht, geht einfach kurz auf meinen Twitter, Link in der Beschreibung. Und falls ihr es gesehen habt, dann ist gut. Ich habe auch dazu ein Video schon gemacht, das findet ihr in den News-Videos. Da wird die Memcached-Schwachstelle genau erklärt. Und ja, jetzt gucken wir uns an einen tatsächlichen Code, also ein Python-Code-Stück sozusagen, das vor gestern, glaube ich, rausgekommen ist. Und das dann eben auch diese Schwachstelle ausnutzen soll. Und ja, genau das macht es im Endeffekt. Es gibt auch noch ein C-Video hierzu, oder ein C-Exploit-Code sozusagen, der im Endeffekt genau dasselbe macht. Aber der ist nur in der Beschreibung drin. Ich nehme jetzt hier einfach mal Python, weil ich glaube, dass mehr Leute Python können, als die Leute C können. Denke ich mal einfach so. Und ansonsten könnt ihr euch ja das andere einfach durchlesen. Der Link hierzu ist natürlich auch in der Beschreibung. Was muss ich noch loswerden? Genau das habe ich alles gesagt. Genau, richtig, hier. Dieses Code-Stück hier oder dieses Skript nutzt Shodan. Shodan ist eine Suchmaschine, die ich auch schon vorgestellt habe in meiner Hackenlernen für Anfänger-Playlist. Einfach mal da reingucken. Das Ganze kann man als Web-Oberfläche nutzen. Das heißt, man kann da ganz normal Sachen eben suchen. Nur halt Sachen wie zum Beispiel offener Port 32 oder sowas. Solche Sachen kann man auf dieser Suchengine suchen. Das heißt, es ist ein bisschen eine andere Suchengine, aber natürlich super interessant. Hier wird jetzt die Bibliothek für Python benutzt, die sozusagen, ja, es ist im Endeffekt eine API für Shodan. Das heißt, man kann hier einfach Sachen durchqueryen sozusagen, bekommt dann vom Server eine Antwort und der Server sagt dann, hey, hier hast du Server, die eben hier zum Beispiel für Memcached anfällig sind. Das ist super easy eigentlich. Und ja, wird hier verwendet, allerdings braucht man dafür einen API-Key, den kriegt ihr von der Webseite von Shodan. Aber ja, da ihr das Skript eh nicht ausführen sollt, braucht ihr das natürlich auch nicht. Ihr sollt nur verstehen, was hier jetzt gleich passiert. Okay, dann, was wird hier noch benutzt? Sys, OS und Time, das ist ganz normales Zeug. Pathlib, damit wir eben einen Pfad kriegen können. Scapy wird benutzt, dazu komme ich gleich noch, vielleicht, hoffentlich. Und Contextlib wird auch noch genutzt, brauchen wir aber auch noch nicht. Hier wird erstmal gemessen, wie lange das Ganze dauert. Und ja, die Funktion hier brauchen wir auch nicht unbedingt, zumindest jetzt noch nicht. Wobei, ich kann sie kurz erklären, das ist eigentlich relativ uninteressant. Hier wird einfach sozusagen überschrieben, wenn wir was ausgeben wollen oder wenn was ausgegeben wird, dann wird es halt einfach nicht ausgegeben. Das heißt, es wird einfach weggeschmissen. Der Output kommt halt einfach nicht durch. So, hier haben wir eine Klasse Color, die einfach nur den Header in der richtigen Farbe anzeigt. Und das ist der Header, also ist nicht wirklich interessant. Wichtig ist hier allerdings, dass sie eine Key-Datei ausliest, nämlich api.txt, damit wir von Shodan sozusagen die Sachen haben können. Das heißt, wir müssen erstmal unseren Key sozusagen in eine Datei namens api.txt schreiben und dort wird er dann ausgelesen. Und ja, das ist im Endeffekt das Logo, das, was angezeigt wird, steht tatsächlich so da und wird dann eben ausgegeben hier mit der Farbe vorne dran und das sieht dann halt besonders hübsch aus. Okay, hier steht auch eine kurze Erklärung zu diesem Tool hier, könnt ihr gerne euch mal durchlesen, habe ich aber im Endeffekt schon hier in mündlicher Form gemacht. So, und dann fängt das Skript schon an, das heißt hier nicht irgendwie fancy Funktionen, Klassen oder sonst irgendwas, sondern einfach straight durch. Ihr habt es oben vielleicht gesehen, es sind wirklich sehr, sehr wenige Zeilen Code und ja, ich meine, wir sind jetzt schon bei Zeile 50 ungefähr. Nachdem wir das Logo ausgegeben haben. Das heißt, es ist wirklich kein komplizierter Code hier, dieser Exploit. Und trotzdem kann es einfach zu so verheerenden Sachen führen, wie ein 1,7 Terabit pro Sekunde Denial-of-Service-Angriff. Das ist einfach nur total insane. Aber okay, schauen wir uns mal an. Gut, ja, was haben wir hier als allererstes mal? Wird die Key-Datei geöffnet, das heißt, man schaut, ob in der API.txt etwas drinsteht. Wenn diese Datei nicht existiert, dann wird halt einfach abgebrochen. Beziehungsweise hier, ja, wir sehen es, hier wird erstmal dann der Shodan API Key festgelegt auf das, was eben
in der Dings drin steht, in der Datei. Also eigentlich total simpel, eigentlich wird bloß die Datei ausgelesen und das wird dann halt in Shodan API Key reingeschrieben. Ansonsten, wenn die Datei nicht gefunden wird, dann wird der User nach einem API-Schlüssel gefragt, den er eingeben kann, und es wird reingeschrieben für zukünftige Nutzung sozusagen von diesem Skript. Also eigentlich ziemlich cool. Wenn es existiert, auslesen. Wenn es nicht existiert, eben fragen, hey, wie ist dein API-Key, und reinschreiben. Easy. So, aber ihr könnt natürlich auch schon die API.txt vorher anlegen oder sowas. Das muss man natürlich nicht machen. Gut, dann wird hier die Shodan API aufgebaut. Das wird einfach über den Konstruktor gemacht. Das kriegen wir aber nicht mal wirklich mit, weil das alles gekapselt ist in diesem Modul durch Import Shodan im Endeffekt. Und dann haben wir hier die API zur Verfügung. So, anschließend wird hier was ausprobiert. Und das ist eigentlich das richtige Skript. Hier steht auch ein While True oben drüber übrigens. Und wir haben hier... zunächst einmal wird hier was ausgelesen, die Bots, die man sich vielleicht schon gespeichert hat. Zu denen komme ich gleich noch, die werden weiter unten definiert, was das genau ist. Dann wird hier eben gefragt, möchtest du die Shodan API benutzen, um nach Memcached, also anfälligen Servern zu suchen? Falls ja, mach ja, falls nein, mach nein, kennt man im Endeffekt. Wenn man das möchte, wird im Endeffekt Shodan gequeried, das heißt, wir machen hier einfach eine API.search nach Product Memcached. Die Anfrage könnt ihr übrigens auch über die Web-Oberfläche machen. Also einfach shodan.io ist die, also IO am Ende, ist die Webseite. Wie gesagt, schaut euch das Tutorial dazu an. Und ja, das ist im Endeffekt das Produkt hier. Das ist Memcached. Das ist das, wonach wir suchen wollen. Und der Port, den wir haben wollen, ist 11211. Und ja, dann saved man sich das Ganze im Endeffekt. Das heißt, wir wollen uns das Ganze speichern. Und zwar vorerst mal in Results, aber wir können das Ganze auch, also hier wird man wieder nach was gefragt, ob man das haben möchte. Und ja, wenn man das Ganze speichern möchte für eben spätere Zwecke, das heißt, man speichert sich die ganzen Server und kann sie dann eben später wieder verwenden, da kommt dann die bots.txt einfach rein und da wird dann einfach jedes Result in diese bots.txt gespeichert, hinten dran, also es wird hier Append benutzt. Genau, und zwar immer nur die Matches, weil die anderen sind irgendwie nicht wirklich interessant für uns. Und zwar wollen wir hier dann natürlich die IP haben. Also wir wollen sozusagen, das Ganze wird als, ihr kennt wahrscheinlich von meinen API-Videos noch die Syntax von JSON in etwa, so funktioniert es hier auch. Das heißt, wir machen hier ein Matches, also die, alle Results und dann die Matches von unserer Query und dann eben die IPs davon. Wir brauchen nur die IPs, alles andere ist für uns egal. So, und das ist dann schon die erste Variante hier sozusagen. Ich hätte das Ganze in Funktionen ausgelagert, aber der mochte scheinbar Funktionen nicht so sehr. Deswegen ist es einfach ein straightforward Skript und das war es dann auch so. So, jetzt wird man hier gefragt, ob man gespeicherte Daten einfach, also von Shodan gespeicherte Daten einlesen möchte. Falls man ja macht, wird natürlich einfach diese Datei geladen und man baut sich ja ein IP-Array auf. Wo einfach alles aus der bots.txt reingeschrieben wird. Ist eigentlich relativ simpel. So, und dann haben wir hier einen else, falls wir irgendwie einen Fehler bekommen oder sowas. Okay, so, wenn wir jetzt entweder die Sachen gespeichert haben oder wir haben eine Anfrage, beziehungsweise geladen haben, sorry, save me steht ja hier für laden. Also wenn wir hier gesagt haben, wir wollen die Dinger laden, das war der Teil, oder wenn wir direkt eine Query by Shodan durchgeführt haben, dann haben wir offensichtlich irgendwas geladen, sprich wir können hier weitermachen, aber nur dann können wir das auch wirklich machen. Das heißt, das eigentliche Skript fängt dann hier sozusagen an, also der eigentliche Angriff. Hier oben haben wir jetzt uns sozusagen nur die Bots geholt, also die Reflector sozusagen für unseren Denial-of-Service-Angriff. Wie gesagt, für eine genauere Übersicht zu diesem Angriff schaut euch bitte das andere Video an, das ist deutlich grafischer. Okay, anschließend kann man hier natürlich eine IP-Adresse angeben, dann kann man hier die Power eingeben. Dazu komme ich später und man kann hier die IP-Adresse, wo man sozusagen hin Denial of Service möchte, also die man quasi down kriegen möchte, das Ziel im Endeffekt, dann kann man hier seine Preferred Power einstellen. Das bedeutet im Endeffekt, wie viele Angriffe möchte man durchführen, also wie viele Pakete möchte man schicken. Und dann kann man hier den Payload eingeben oder man nimmt einfach, also bei Power wird normalerweise 1 gesetzt, das heißt man hat hier genau einen Angriff und bei Payload wird standardmäßig das hier gesetzt, das heißt das muss man nicht mehr eingeben und das ist ja auch der Payload, den ich euch schon gezeigt hatte in meinem Memcached-Video dazu. So,
Und anschließend wird dann einfach hier gesagt, okay, wenn wir gequeried haben, dann müssen wir natürlich noch aus dem, was wir gequeried haben, ihr erinnert euch hier, die Query hier oben, enthält das komplette Result von der Shodan API, also hier in Results drin. Da sind noch nicht die Sachen, die wir hier in bots.txt gespeichert haben, nicht die IP-Adressen drin, sondern da ist auch noch ein bisschen mehr drin. Deswegen wird hier dann natürlich, falls wir gequeried haben, erstmal eine IP-List gemacht und die kann man sich anzeigen lassen, wenn man möchte. Aber ja, wir sehen dann hier, wird alles einfach umgetragen und der Host wird sozusagen ausgelesen. Das heißt, wir ziehen uns aus der API den Host raus via dem IP-String. Und das ist dann eigentlich auch schon die ganze Magie hier hinten dran. Und dann wird das Ganze hübsch ausgegeben. Und ja, das war es dann eigentlich auch. Also das heißt, man zieht sich hier einfach die ganzen, aus den Ergebnissen von Shodan bekommt man hier eben die IP, das Betriebssystem, den ISP und so weiter und so fort. Das sind alles Informationen, die ihr aus Shodan automatisch mitbekommt. Das heißt, hier braucht ihr wirklich eigentlich nicht wirklich was tun. Wir sehen hier einfach host.get, also host war das, was wir aus API rausbekommen haben. Aber ja, ist für den Angriff eigentlich nicht wirklich relevant. Dann haben wir hier das nächste. Und zwar, wenn wir die ganzen Sachen geladen haben, kann man sie sich natürlich auch anzeigen lassen. Hier haben wir dann einfach API.host. Das heißt, man holt sich den Host durch eine IP-Adresse und dann eben die Informationen über den Host. Was aber auch nicht wirklich wichtig ist hier. Also das ist jetzt sozusagen nur für den User zum Anzeigen, ob man eben hier die ganzen Hosts sehen möchte, die angreifbar sind. So, und dann haben wir hier die Abfrage, möchtest du angreifen? Und dann fängt sozusagen der eigentliche Angriff an. Das heißt, ihr seht, der eigentliche Angriff umfasst circa 20 Zeilen Code. Und das ist wirklich verdammt wenig. Also gut, man muss die IP-Adresse natürlich haben, aber die kriegt man bei Shodan. Und ja, okay. Das heißt, wenn wir hier die Sachen geladen haben, also if save me starts with y, dann gehen wir einfach durch dieses IP-Array durch. Und ja, ich weiß, man könnte das Skript durchaus noch ein bisschen intelligenter und besser schreiben. Man könnte das Ganze von 169 Zeilen Code, was das Skript hat, auf vielleicht, keine Ahnung, 50 Zeilen Code runterbrechen im Endeffekt. Und das heißt, ja, es ist wirklich nicht viel Code hierbei, aber ich möchte euch gerne den vorzeigen, der hier einfach schon existiert, weil ich, wie gesagt, meinen eigenen eh nicht ausführen kann, weil das Ganze hochgradig illegal ist. Deswegen lesen wir uns den Exploit hier einfach mal durch. Okay, also das heißt, für jede IP in unserem Array, das wir hier schon definiert hatten, ihr erinnert euch, darin wurde der Inhalt der bots.txt geladen, wird hier abgefragt, wenn die Power größer als 1 ist, dann schicken wir eben mehrere Pakete hin und wenn die Power gleich 1 ist, schicken wir genau ein Paket rein. Also wir schicken sozusagen so viele Pakete, wie wir eben angegeben haben und das machen wir hier beides mal mit demselben im Endeffekt. Hier sehen wir, wir schicken an die IP, also die Source, also als Source-Paket, wir bauen hier quasi unser eigenes UDP-Paket auf. Das heißt, ein Paket, wo nicht überprüft wird, ist das auch wirklich der Absender, sondern wo man einfach schickt. Ohne Handshake, ohne irgendwas. Das heißt, wir müssen hier die Quelle angeben. Und die Quelle ist jetzt natürlich das, was wir angreifen wollen, denn dahin soll ja die Antwort kommen. So funktioniert der Angriff. Dann die Destination. Naja, unsere Destination. Was ist wohl unsere Destination? Klar, der Server, der angreifbar ist. Das heißt, dahin kommt das IP oder das UDP-Paket. Und da geben wir %i rein. %i ist unsere IP aus dem Array oben. Dann sagen wir hier, wir wollen das Ganze über UDP verschicken mit dem Port 11211. Das ist einfach der Memcached-Port. Und dann schicken wir hier eben die Daten, die wir, also unseren Payload im Endeffekt. Und die Anzahl hier hinten dran gibt an, wie oft wir das verschicken. Das heißt, hier ist einfach Power, die Anzahl, wie oft wir das verschicken. So. Und selbiges passiert hier unten, das ist wirklich die komplett selbe Zeile Code, nur dass Power hier unten immer gleich 1 ist, hier oben ist es halt immer größer 1. Aber ja, im Endeffekt egal. So, hier, das ist jetzt der Fall, dass wir nicht die Sachen aus unserer bots.txt geladen haben, sondern der Fall, dass wir die Sachen direkt aus Shodan bekommen haben. Hier müssen wir natürlich erstmal noch unsere IPs rausbekommen, das heißt wir machen hier Result von Results von Matches und dann haben wir hier eben, falls wir Power Größe 1 gewählt haben, schicken wir wieder N-Pakete oder D-Pakete oder ja, was halt immer angegeben wurde als Power. Falls Power 1 ist, schicken wir halt genau ein Paket, unterscheidet sich hier in diesem String. Aber das einzige, also hier sehen wir auch übrigens dieses Suppress STD Out. Das bedeutet so viel wie, ja, unterdrücke, was da gerade angezeigt wird. Also das, was gesendet wird, das interessiert uns nicht, das wollen wir einfach gar nicht anzeigen. Und wir schicken die Sachen jetzt natürlich nicht an
Prozent I, weil, oder besser gesagt, hier dieses I, weil I natürlich jetzt keine IP-Adresse ist, sondern wir haben nur Result gegeben und Result von IP-String enthält unsere IP-Adresse, an die wir es schicken wollen. Das heißt, wir geben als Source wieder mal das Target an, als Ziel geben wir den anfälligen Server an und hier benutzen wir dann natürlich wieder den Port, den Payload und die Anzahl an Paketen, die wir hier schicken wollen. Ja, und das war's eigentlich auch schon mit dem Ganzen. Jetzt kommt noch ein Task Complete, Have a Wonderful Day. Dann, falls irgendwie ein Fehler auftritt oder sowas, dann haben wir hier Restarting Platform, please wait. Und falls wir hier das nicht haben, können wir oder konnten wir keine Bots laden, aber das sind alles nur sozusagen ein kleines bisschen Geplänkel. Falls ein Showdown Error kommt, dann werden wir diesen Fehler anzeigen und wir werden gefragt, ob der API-Key gewechselt wird und falls ja, dann machen wir natürlich das hier nochmal. Aber das ist eigentlich nur so Geplänkel außenrum, sage ich jetzt mal. Der eigentliche Angriff passiert wirklich in dieser einen Zeile Code. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ich finde es allerdings cool, dass hier eine Showdown-Integration passiert ist. Aber ja, sozusagen als euch für eine Übung würde ich euch jetzt mal vorschlagen, das ganze Skript ein bisschen funktionaler zu schreiben. Also ich finde, das Skript ist schon sehr toll an sich. Das Problem allerdings hinten dran ist, dass man natürlich überhaupt keine Funktion verwendet hat. Das heißt, wir könnten hier so viel optimieren und müssten so viel weniger Code schreiben. Im Endeffekt viel weniger Ifs. Ja, also zum Beispiel das Ding könnten wir uns komplett sparen, einige andere Sachen könnten wir uns komplett sparen. Ja, kann man sehr, sehr stark optimieren, aber gut, bleibt natürlich dem Auto überlassen. Es wird wahrscheinlich funktionieren, zumindest sehe ich jetzt gerade keine großen Probleme, aber es ist trotzdem noch unter aktiver Entwicklung. Wir sehen hier oben, das Ganze wurde auch vor 12 Stunden aktualisiert und bei mir ist jetzt gerade 9.20 Uhr, Freitag, 9. März, das heißt, ihr kriegt das Video auch heute noch. Aber ja, wir sehen, das Ganze ist immer noch sehr stark am Entwickeln oder am entwickelt werden und ich glaube auch die Fork Requests sind hart hochgegangen. Ich habe das vor einer Stunde oder sowas aufgehabt und da waren die Fork Requests, glaube ich, bei 72 oder sowas. Also brutal das Ganze, aber ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.